ganz ehrlich behaupten, sagen. So. Ja, und weil ich Horizon Burning Shores auch... Ah ja, jetzt sind wir richtig. Wir gucken dir mal kurz zu. Weil ich Horizon Burning Shores bald spielen werde, dachte ich mir, hey, um die Zeit bis dahin zu überbrücken, nehmen wir den Teil nochmal durch. Kumpel, hinter dir ist noch einer. Nee, nicht zu mir. Zu mir brauchst du nicht kommen. Kommt ihr hier hoch? Nee, der steht bloß rum. Okay. Ah, dafür fehlt dir leider noch die PS5. Ja, gut. Da, das ist natürlich schade. Aber... ja, gut. Dann kaufst du dir das Spiel dann, wenn es günstiger ist. Und wenn es ein Flop wird, naja, kannst du dich freuen. Aber ich hoffe so nicht, dass es ein Flop wird. Es soll so gut werden, hoffentlich. Hat er den jetzt? Okay, dann können wir jetzt. Ah, Mist, hat mich noch erwischt. Ciao. Nice. Aber wie findest du es bisher, das Spiel, wenn du es jetzt zum ersten Mal spielst? Ist es ein Wow-Spiel für dich, ein gutes? PS5 lohnt sich aktuell noch nicht. Naja, gut. Wie meinst du das, Sittensträuch? Zwecks den Spielen, die rausgekommen sind bisher, oder warum? Publisher releasen meist auf PS4, da der PS5-Markt noch zu klein ist. Da hat EA mal wieder was Gutes gemacht. Oh ja, da gebe ich dir recht. Ja, okay. Das ist aber dem zu verschulden, dass die PS5 natürlich so beschissen zu bekommen war. Ansonsten wäre das sicherlich schon etwas anders. Oh, ich muss nach unten? Ne, ich muss doch die Kugel erstmal abmachen, oder nicht? Warte mal. Wir müssen doch hier... Wo ist denn das Gegenstück dazu? Aha. Und da müssen wir mit Feuer was abmachen. Kann ich das irgendwo dran machen? Moment. Da kann ich es dran machen. Alles klar. Geht das so lang? Ja. Perfekt. Nur die Frage, wann das dreht. Ich werde die normale PS5 wohl überspringen. Es wird wohl auch eine PS5 Pro geben. Ja, ich hatte jetzt auch gelesen, dass PlayStation da irgendwie eine Umfrage gemacht hat. Vielleicht sind sie ja wirklich dabei, da was zu basteln oder so. Burning Shores kommt auf PS5 only, was echt kacke ist. Ja, durch den großen Kampf, den sie da geplant haben, ne? Ja, das Hausspiel noch für die PS4 kam und ja, als wir bestmögliche Bild abliefern. Hm, ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Hab eine PS4 Pro hier stehen. Ja, hat meine Freundin auch und die ist auch noch vollstens damit zufrieden. Aber ja, gerade die Sache mit Horizon ist natürlich doof. Dass da jetzt das DLC nur auf der 5 kommt. Ich brauche Kerzen, oder? Aber die gibt es bloß da oben, also muss ich da hoch. Aber ich muss den Wasserfall vorher wegmachen, oder? Oder geht das auch so? Ich besiege meinen Ziegenbock da oben. Und wir gucken mal. Okay. Das hat gut geklappt, da freue ich mich. Ja, das kann ich ja hier nicht wegmachen, nicht wahr? Oder? Dann gehen die doch aus, ne? Nein! Na prima. Jetzt habe ich das wieder gegriffen. Ah, Gott! Ja, ich gehe nochmal rüber.
Aber es läuft doch die ganze Zeit das Wasser darunter. Was muss ich noch machen? Unter Division 2 echt sie, aber passt schon. Ja, okay. Das habe ich bei einigen Spielen erlebt. Und, na gut, ich habe keine PS4 Pro gehabt. Ich habe die normale noch gehabt. Und die war ja dann wirklich manchmal wie ein Düsenjet. Düsenjet. Das war ja schon extrem. Okay, warte mal. Was kann ich denn noch hier machen? Da hinten ist noch eine Tür. Ja, ich sollte erstmal da hinten rein. Mal gucken, was da ist. Das stimmt schon. Gerade bei Last of Us 2, da ist die normale PS4 ja weggeflogen. Das war ja Wahnsinn, wie die da abgedreht ist. So, noch ein Ziegenbock. Zack. Oh Gott. Ja, 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 ja. Oh, falschen anvisiert. Komm schon, weg da. Ihr blöden Mistviecher! Jetzt reicht's aber. Meine Fresse, ey. Viel besser, BD. Selbst die Pro ist noch eine Turbine. Ja, ja, ja. Also ich krieg das, wie gesagt, ich krieg das bei meiner Freundin mit. Die hat, wie gesagt, auch die Pro. Und wenn die da manche Spiele mal hier mitzockt, das ist wirklich, ja, ist schon ein bisschen lauter. Warum kann ich hier hoch? Aber wie kriege ich hier eine Laterne rein? Gibt es hier irgendwo eine Laterne? Aber hier ist ja überall Wasser. Hier werden die gelöscht. Da gibt es Laternen. Okay. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber man merkt deutlich, ob PS4 in dreckig ist oder nicht. Ja, Reinigung auf jeden Fall. Das wäre schon sinnvoll. Symbol des Repress. Oh Gott, bin ich doof. Das hast du wohl nicht gemacht, oder? Kerzen wurden häufig als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung für den weisen Nick Mictrul entzündet. Ja, gut. Also, die mitnehmen jetzt. Aber ich kann die doch jetzt hier nicht werfen, ne? Das bringt doch nichts. Nee. Wie kriege ich das Wasser hier weg? Es ist schön, dass wir die jetzt haben, die Kerze hier. Aber ich muss ja da hinten noch rein. Warte mal. Wenn ich das wieder zumache, ist das dann anders? Yep, ist es. Okay. Reicht das? Hä, kann ich die da durchwerfen oder was? Ich kann die durchwerfen und dann bleibt die da drüben liegen? Ja, ist ja gut. Edwards nicht spoilern lassen. Stimmt, darf sich nicht spoilern lassen. Okay, schaffe ich das da durchzuschießen? Ja, das war nicht ganz so. Nee, ich muss ein Stück weiter weg. War dein Satz vorhin. Schön. Schön, schön, schön. Ich muss näher ran, ne? Komm mal her hier. So, da sollst du durch. Nein! Das war fast richtig. Fast hätte es geklappt. Wunderbar. 8-Ball, mach's gut. Und danke für den Raid. Super lieb von dir. Hab eine, ja, angenehme Nacht, denke ich mal, nicht wahr? So, jetzt nochmal. Voll gerne. Ja, supi. Mega dieser. Hallöchen.
Wolltest du schon lange? Nein, du sollst nicht sagen, BD. Mann, wieder zu wenig. Oh, geht's auf die Kaktus? Ich hab gesehen, aber ja, ich wusste nicht. Erstmal, mega dieser, danke für den Raid. Super lieb von dir. Und ja, willkommen. Und an 8-Balls, an die Kaktus. Ja, ich hab's gelesen, dass die jetzt ist. Ein Stück zu hoch. Aber ja, was macht man da? Was ist da so Schönes? Machst du da was Besonderes oder bist du bloß Besucher? Bist du Mitveranstalter? Was gibt's da Schönes? So, jetzt haben wir's. Und jetzt dagegen, nicht wahr? Hä? Ach, hat er es jetzt schon getroffen? Ja, die sind schon weg. Sehr gut. Ist im Endeffekt ja der Nachfolger der Dreamhack. Ich war noch nie auf der Dreamhack. Mega dieser, danke für dein Follow. Super lieb. Apples, du natürlich auch. Ich sehe es gerade. Dankeschön. Ich habe leider die Alerts aus. Tut mir leid. Weil ich das Spiel gerne ohne Alerts haben wollte. Überreste eines Sepho-Soldaten. Überreste eines Sepho-Soldaten. Getötet wegen des Diebstahls eines Opfers für den Weisen. Okay. Aber wir haben's. Das ist die Hauptsache. Gut. Dann weiter. Und wir schauen mal, was wir noch so finden. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Und es ist toll. Auf der Dreamhack. Nein, auf der Kaktus. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir aber das hier noch irgendwie hinkriegen. Und das Ding da irgendwie lösen, ne? Wie kann ich das machen? Ich weiß wie. Glaube ich. Aber ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. Und zwar, wir haben den Klotz ja. Kann ich den Klotz missbrauchen? Kann ich den nur hierher ziehen? Ja, okay, ich kann den nur hierher ziehen. Aber ich dachte mir gerade, da könnte man das doch vielleicht drauflegen, oder nicht? Aber scheinbar nicht. Oh. Ich stelle mich bestimmt super doof jetzt an. Du schon wieder? Greift er uns jetzt an? Nee, gut. Schön. Nein, ich will keine Hilfe vom BD. Das ist ganz doll lieb, BD. Aber ich krieg das schon irgendwie alleine hin. Irgendwie schaffe ich das. So, wir schauen mal. Ja. Warte mal, was ist denn das? Liane? Aber die ist unnötig hier, ne? Also die Kugel muss da runter. Aber ich muss das Ding hier zerstören. Und dazu muss ich durch das Wasser. Wo ist mein Denkfehler hier jetzt? Wo ist mein Denkfehler? Warum hängen hier Lianen? Wie kriege ich die durchs Wasser? Ich muss sie doch irgendwo drauflegen, oder? Warte mal, was machst du? Du schiebst das Ding bloß durch. Was anderes machst du nicht. Da ist ein Grafikfehler. Kein Backseat Gaming. Ja, ist richtig, ist richtig. Ah, alles klar. Alles klar. Das sollte doch funktionieren, oder?
Natürlich nicht nach unten. Aber wir haben ja genug Fackeln hier. Da hoch. Ja, perfekt. Wir waren schon weiter, deswegen. Ach so, okay. Na gut, ich hab's. Jetzt muss ich hier bloß... Was? Warum? Warum ist denn das jetzt ausgegangen? Hat's hier gespritzt oder was? Okay, super strange. Nochmal. So, und jetzt bitte nicht spritzen hier. Muss ich hier drauf schießen oder was? Wo ist das Problem? Hä? Ist doch bloß... Ich bin doch schon von der anderen Seite jetzt. Komm, wir nehmen gleich mal hier zwei, falls ich nochmal verkacke. So, eins bitte her. Oh, man muss genau davor stehen natürlich. Prima. Das hat geklappt. Kann ich das von hier oben sogar ziehen? Nee, kann ich nicht. Der große Blobs ist da unten noch, ne? Komm, die geht doch von alleine da rein. Los, noch ein Stück. Ach, komm. Bong. Und jetzt ist er tot. Okay. Der große Blobs ist tot. Schön. Ah, Eingang. Sehr gut. BD, was gibt's zu sehen? Oh, er ist so süß. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Mhm. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Super. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ach, bitte. Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Okay, mehrere Einträge. Ich brauche auch so ein BD. Ja, ich brauche auch so einen. Am besten die ganze Zeit. Der könnte ruhig die ganze Zeit auf meiner Schulter sitzen. Wäre super. Meister Cordova reiste nach Sepho zur Heimatwelt einer alten Zivilisation, desselben Namens. Dieser hatte auch das Gewölbe auf Bogano gebaut, in dem er das Holocron versteckte. Auf Sepho entdeckte er das Grab des mächtigen Weisen Mictrul. Bei seinem Nachforschung erfuhr Cordova von der Existenz eines Sepho-Astriums, mit dessen Hilfe er sich Zugang zum Gewölbe auf Bogano verschaffen könnte. Na da. Wir sind gespannt. Gibt's jetzt hier einen Ort zum Meditieren? Oh, hallo. Ja, sieht aus wie das Pornoglyph von One Piece. Oder bei One Piece. Okay, Kiste. Kiste ist immer gut. Die nehmen wir mit. Wäre auch voll praktisch, so ein BD dabei zu haben, ne? Willst du nachsehen? Kann sich überall reinhacken. Macht Licht. Zeig mal, was du gefunden hast. Zeigt immer deine Gesundheit an. Neues Poncho-Material. Was haben wir für einen? Oh Gott, wieder so ein hässlichen. Nee, ich bleib bei denen, die wir anhaben. Der ist der hübscheste bisher. Der dann noch. Aber nee, der sieht jetzt nicht am besten aus. Wir bleiben bei dem.
Das passt ganz gut. So, ist ja jetzt noch ein... Ja, ein Ort zum Hinsetzen. Schön. Ist noch was? Ist das One Piece hier versteckt? Nicht. Gut, wir sitzen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Punkt haben. Der neue sieht nach Kartoffelsack. Ja, wirklich. Also, da frage ich mich sowieso, wer sich diese Designs so ausdenkt. Also, da könnten sie ruhig ein paar hübsche Sachen mal machen. Sieht echt furchtbar manchmal aus. Fähigkeiten. Okay, ich will erstmal... Ja, gut, ich muss sparen für alles jetzt. Außer hier. Was haben wir da? Greifmagnet. Nee. Wir machen erstmal Gesundheit, dann verbesserte Stims. Also brauchen wir zwei, vier. Vier brauchen wir erstmal. Und dann würde ich am liebsten erstmal das Laserschwert werfen machen. Das wäre geil. Ja. Ja. Also müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber das passt schon. So, na gut. Wieder Wandlauf-Challenge. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wieder zurück zu unserem Schiff, oder? Wo wird denn das Hauptziel? Wir haben gar kein Hauptziel gerade, oder? Na gut. Wir hauen erstmal ab hier. Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Ach, Triller. Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Ja, dann geh doch. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Siehste? Und für jemand, der dich hackt oder so, BD ist immer bereit. Super. Einfach super. Okay, nochmal. Schön in Ruhe. Ich will nicht runterfallen. Und tap. Ciao. Oh ja, eine Werkbank. Super. Upgrade. Jawohl. Eine Suchdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, bestimmt cool. Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Was? Warum? Gute Sache, richtig. Oh, wie er guckt. Und wie er sich freut. BD ist toll. Hacken, Suchdruide. Oh, das ist gut. Beschädigte. Also einmal treffen, dann hacken so. Oder wie sieht's aus? Ich glaube ja. Gut, was haben wir denn Neues? Wir hatten ein bisschen Material. Ach, aber alles sowas Helles. Gold will ich nicht. Das Silber sieht auch doof aus. Nee, da bleibe ich bei Schwarz. Ich würde gern so ein dunkleres Metall haben. Aber halt nicht so richtig schwarz, sondern ein dunkleres Metall. Das, ja, gut, das geht. Hier geht's. In einem anderen Licht sah es blöd aus. Das geht eigentlich ganz gut. Komm, wir nehmen mal das. Wir nehmen mal Donium. Biu. Na komm, Kerl. Hast lange genug geguckt? Weiter geht's. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Ja, stimmt. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Was stimmt nicht? Wir müssen zurück. Vor allen Dingen die Thriller, die hat doch am Anfang, wo sie uns verfolgt hat, hat sie doch die Seer gesehen. Warum hat die da nicht drauf reagiert oder sowas? Die ist halt hochgesprungen, wollte uns töten. Ja, ist schön. Aber die hat nicht reagiert darauf, dass ihre Meisterin da war. Ihre Alte. Die sie ja so betrogen hat. Glaubst du, das ist eine Falle? Ja. Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Was denn? Ich höre nix. Okay, wir können hier oben lang. Ne, da kommen wir ja wieder runter. Warte mal.
Was bringt es uns denn hier oben lang zu gehen? Überhaupt nichts, ne? Höchstens noch, da oben ist geblockt. Da oben ist höchstens noch ein Machtdingsbums, ne? Ich gehe da nochmal kurz rüber. Ich glaube, da ist noch so eine Machtessenz. Bin ich jetzt richtig? Ja. Muss mal gucken. Ne, hier komme ich jetzt nicht rein. Bloß mal kurz gucken. Oh, der arme KY1661. Der arme Kerl. Was bringt mir das jetzt? Überhaupt nichts, oder? Hä? Ach doch, hier. Ich kann hier hochklettern. Alles klar. Entschuldigung, war blind gerade. Und jetzt kommen wir hier lang. Komm hoch. Sonst wirst du zerfetzt. Ach, nur eine Kiste? Echt jetzt? Okay. Ja, und los geht's. Was ist es, BD? Lichtschwertmaterial. Aurodium. Naja, immerhin. Hi, Freunde. Ein Eindringling! Ist da jemand? Ganz egal wer. Was? Untersuchen? Was konnte ich denn hier untersuchen? Hier. Aber. Was bringt uns das? Wir kommen da runter. Also bringt uns das eigentlich gar nichts. Ja gut. Nee, dann können wir auch zurückgehen. Da ist der Kollege. Warte mal, da! Da ist die Essenz. Da will ich noch hin. Komme ich hier wieder hoch? Ich komme hier nicht wieder... Doch, ich kann hier hochklettern, ne? Gut, dann runter da. Lebhaft, was? Ciao. Gut. Essenz. Ich muss darüber. Weil die würde ich schon gerne mitnehmen. Da wir da unsere Stats ja ein bisschen verbessern. Genau. Und jetzt kommen wir darüber. Perfekt. Hep. Ach, das ist doch keine Essenz, ist bloß ein Echo. Oh, ich dachte, es ist eine Essenz. Die sah ein bisschen größer aus. Ein imperialer Offizier, die ein Relikt versteckt. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. Die Gunst des Imperators durch ein kleines Objekt. Ein Behälter, in dem eine imperiale Offizierin ein Relikt versteckt hatte, mit dem sie die Gunst des Imperators gewinnen wollte. Dieser Irrglaube machte sie leichtsinnig. Ja, ist dem Imperator doch egal. So ein kleines Ding hier. Der hat zwar seine... wie heißt das? Sein kleines Museum. Seine kleine... Sammlung. Da hat ja Luke Skywalker auch den Kompass her. Gut, na gut. Wir gehen zurück. Weil bringt uns ja alles nichts hier. Und dann fahren wir da mit dem Fahrstuhl nach unten scheinbar und dann hier mit dem Fahrstuhl wieder hoch, oder was? Ja, sieht so aus, ne? Ja, wir gehen zum Grünpunkt. Das wird schon stimmen. Ja, und das mit dem Kompass erfährt man ja bei... Ist das bei Battlefront 2? Da sieht man das ja sogar. Oder spielt man das sogar in der Geschichte. Finde ich ganz nett eigentlich. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Da lag. Okay. Und den Kompass, den sieht man sogar in... Was ist denn das? Der letzte Jedi, glaube ich. Da sieht man den, glaube ich. Im Film mit. Finde ich schön. Kleines Easter Egg so.
Warum wurde es dunkel? Ja, ich wollte gerade sagen. Macht mal keinen Mist hier. Okay, ich höre Funk. Oh Gott, was kommt jetzt? Ein riesiger Kampf oder was? Oh nein, bitte nicht. Ich? Hallo? Kann er den jetzt hacken? Nein, nein, nein. Ja, okay, gut. Ich denke, BD kann die jetzt hacken. Wann ist denn das soweit? Hätten wir das? Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier sind wir wieder. Alles klar. Hier sind wir wieder. Warte, hier müssen wir jetzt. Da ist eine Werkbank. Da kommen wir jetzt hoch, ne? Einfach rüberschwingen hier? Okay. Ja, da können wir uns rüberschwingen. Also da lang. Dann runter? Oder wie? Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Ich bin etwas unsicher, muss ich sagen. Weil wir müssen ja eigentlich hoch. Aber wir müssen hier hoch, oder? Hier so? Da unten ist auch noch eine Tür. Ich guck einfach mal. Wir gucken mal. Ja, ich gehe mal lieber. Ja, doch. Oh, nicht du schon wieder. Ah, ich habe keine Macht mehr. Hallo, ich will mich heilen, bitte. Nein, 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 nein. Oh, seid ihr nervig, ey. Das hältst du nicht ewig durch. Bleib stehen. Das reicht nicht, um mich auszuschalten. Das ist okay, komme ich mit klar. Oh, seid ihr nervig, ihr Typen, ey. Hä, ich hab ihn gerade voll erwischt. Ein schwacher Schlag. Gott, sind die nervig, ey. Wow, wow, ey. Unglaublich. Wie schlimm die sind. Ja, aber hier komme ich doch bloß wieder runter, oder? Ach nee, da hinten kann ich vielleicht weiter. Alles klar. Gut. Und wir können uns hinsetzen. Das freut mich. Hui! Tarzan! Gut. Erstmal hinsetzen. Und dann schauen wir weiter. Ausruhen. Sehr gut. Oh, wir haben gleich einen zweiten Fähigkeitenpunkt. Juhu. Nein, brauche ich ja noch nicht. Oh, hoffentlich. Hoffentlich bald. So, jetzt hier hoch, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Oh Gott, ich hoffe, ich verkack's nicht. Oh je. Wow. Okay, hat gut geklappt. Was war denn das? Eine große Erschütterung. Oh, juhu! Stimbehälter. Ich hoffe es, dass es einer ist. Bitte sag ja.
Ja, es ist einer. Oh, wie gut. Endlich den Nummer 4. Hat ja lange genug gedauert. Wir müssen auch noch den Stimbehälter von der Venator. Den müssen wir uns auch noch irgendwie holen. Aber ich weiß gar nicht, wann wir den kriegen können. Aber der liegt so gut da. Wow. Oh nein. Ja gut, zu früh ausgewichen. Ach du Scheiße, ey. Ja, zum Glück haben wir uns gerade hingesetzt. Was? Nein! Ja, ich konnte mich nicht befreien. Nein! Wieder erwachen. Ach, Scheiße.